Heute möchte ich Ihnen einfach mal näher bringen, wie man es eben schaffen kann, als Fachfirma jetzt in der aktuellen Zeit auch eben Fachkräfte zu finden. Und man muss sich erstmal eines bewusst machen, und zwar, ich habe hier mal ein Bild mitgebracht aus der Nachkriegszeit. Hier sehen wir viele, viele Menschen, die anstehen, um ja, sowas ganz Alltägliches zu kaufen wie Butter. Und was wir hier sehen, ist ein Anbietermarkt. Das heißt, es gibt mehr Nachfrage, als Angebot überhaupt da ist. Und warum erzähle ich das? Das hier hat sich gewandelt, denn jetzt haben wir sozusagen einen Nachfragemarkt. Ja, das heißt, es ist mehr Angebot, es ist ein Angebotsüberschuss da, als es überhaupt Nachfrage geben kann. Und genauso war das auch früher beim Thema Bewerbungen bzw. beim Thema Mitarbeiter. Ja, Bewerbungen sind teilweise bei den Betrieben massenhaft eingegangen. Ja, die Leute wollten Arbeit haben, aber es gab gar nicht genug Arbeitsplätze für diese ganzen Bewerbungen. Und genau das ist eben das, was wir gesehen haben mit der Butter, denn es gab sozusagen hier auch einen Nachfrageüberschuss. Es gab mehr Nachfrage, als es überhaupt Jobs gab, die man besetzen konnte. Und ich habe mal geschaut hier, das ist jetzt einfach mal ein Stepstone-Ausschnitt hier. Wenn man da sucht nach Monteur, dann sieht man hier Seite 1 von 926 Jobs. Das heißt, wir haben hier genau die gleiche Situation. Es gibt einfach viel zu viele Jobs. Es gibt einen Job, ja, Angebotsüberschuss für die Leute, die überhaupt diese Jobs annehmen können. Und da haben wir eben genau die gleiche Situation wie hier mit dem Butterregal aus dem Supermarkt. Und was macht man, wenn man hier jetzt, sag ich mal, Butter verkaufen möchte? Das machen die großen Betriebe natürlich ganz klar. Sie machen halt Werbung für ihre Produkte, Werbung für ihr Angebot. Und was müssen wir also machen, um sozusagen Fachkräfte zu gewinnen, um diesen Angebotsüberschuss umzukehren oder ausgleichen zu können? Wir müssen für unsere Jobs, für unsere Berufe, für unsere Stellen, unsere offenen Stellen, müssen wir genauso Werbung machen, wie wir das auch für unsere Produkte machen und auch schon immer gemacht haben. Das ist also die erste wichtige Erkenntnis, dass wir eben unsere Jobs genauso bewerben wie unsere Produkte. Und ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, um so ein bisschen zu erklären, auf welches Segment sollten wir uns hier fokussieren, wenn wir neue Mitarbeiter finden wollen. Und ja, es gibt ja dieses klassische Eisbergmodell sozusagen, und das ist hier auch sehr zutreffend. Denn es gibt einmal oben die Aktivsuchenden, das sind die Leute, ja, die suchen zum Beispiel über Agentur für Arbeit neue Stellen. Das sind Leute, die suchen über Stellenportale und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ja, man hat ja so seine Erfahrung auch mit den Leuten, die jetzt über Agentur für Arbeit zum Beispiel kommen oder die über Stellenportale kommen und so weiter. Das ist von der Qualität her nicht immer optimal. Ja, das heißt, man hat da oft eine fehlende, die fehlende Festanstellung, die hat oft einen Grund auch bei den Leuten. Wir haben da auch sehr wenig Bewerber, das heißt, es kommt da sehr wenig bei rum. Und dann ist natürlich auch eine hohe Konkurrenz da. Ja, das heißt, die Leute, die sich auf Stellenportalen und so weiter bewegen, die sehen natürlich auch alle anderen Stellen, die wir auch eben gesehen haben mit den 926 Seiten. Und deswegen sollten wir uns hier auf den unteren Bereich fokussieren. Das sind nämlich die Leute, die jetzt nicht aktiv auf der Suche sind nach neuen Stellen, sondern das sind die Leute, die ja so latent unzufrieden sind, aber noch nicht aktiv suchen. Ja, oder die zufrieden sind, aber auch offen sind für neue Jobangebote. Und ganz unten haben wir eben die Leute, die sind zufrieden und die möchten auch nicht wechseln. Aber es gibt immer mal wieder die Situation, dass man eben ja, leicht unzufrieden ist in seinem Job und da eine Veränderung auch sucht. Und das sind eben die Leute, auf die wir uns fokussieren sollten. Weil die Vorteile sind hier, wir haben hier eine sehr hohe Anzahl an möglichen Bewerbern, weil das sind letztendlich alle Leute, die jetzt gerade aktiv in Berufen sind. Ja, das sind Leute, die, das sind sehr viele Leute, wir haben da sehr wenig Konkurrenz, weil sich relativ wenig Leute um die Gunst dieser Mitarbeiter bewerben. Und das sind eben Leute, die machen einen guten Job in anderen Firmen bereits. Ja, nur weil die sozusagen gerade dort unzufrieden sind, sind das ja Top-Leute. Das ist die Erkenntnis Nummer zwei, fokussiere dich auf passiv suchende Fachkräfte. Das heißt, wir wollen eigentlich weg von den Stellenportalen, weg von Agentur für Arbeit, sondern wir wollen aktiv rausgehen auf die Leute, die gerade ein Problem haben, die unzufrieden sind mit ihrem aktuellen Job, und diese Leute davon immer zu überzeugen, zu uns zu kommen. Und wie schafft man das jetzt, jemanden, der jetzt so leicht unzufrieden ist in seinem aktuellen Job, wie schafft man das, den zu überzeugen? Das schafft man in der Regel, indem man etwas hat, was diese Person aktuell nicht in ihrem Job hat, ja, und das auch zu bewerben. Das heißt, die Person ist vielleicht unzufrieden, weil sie genug Wertschätzung bekommt, weil sie lange zur Arbeit fahren muss, weil das Gehalt nicht passt, weil die Weiterentwicklungsmöglichkeiten nicht da sind.
und oder weil das Themenfeld an sich langweilig geworden ist oder weil sich die Person auch einfach weiterentwickeln möchte. Und wenn wir diese Dinge ansprechen, dass wir das haben, dass wir das bieten können, ja, dass wir zum Beispiel interessanteres Aufgabenfeld haben. Ja, ich habe jetzt hier heute und gestern auch schon super spannende Themenfelder gesehen. Also wenn man das auch Leuten zeigt, ja, also da gibt es ja faszinierende Sachen, die man hier auf der Messe auch gesehen hat, dann wird das schon sehr, sehr viele Leute anziehen, da bin ich mir sicher. Und wenn man das nach außen präsent macht, was man so zu bieten hat und wie interessant das auch sein kann, dann kann man eben da neue Leute anziehen. Und die Frage ist jetzt, wo finden wir denn diese passiv suchenden Fachkräfte, die jetzt unzufrieden sind? Und dafür müssen wir mal verschiedene Maßnahmen anhand von Kriterien vergleichen. Ja, es gibt ja klassische Maßnahmen, wie jetzt Zeitungen oder irgendwelche Messen und so weiter. Und das möchte ich mal so ein bisschen vergleichen jetzt. Und zwar habe ich da einmal die Seeköder-Angel-Analogie sozusagen mitgebracht. Und zwar, der See muss man sich vorstellen, man muss sich erstmal bewusst machen, in welchem Teich angelt man eigentlich. Und können wir eigentlich als Arbeitgeber oder als Werbender sozusagen um die Jobs, können wir eigentlich bestimmen, wo und wen wir hier fischen. Ja? Dann Punkt Nummer zwei, der Köder, das ist die Botschaft, also die Video- und die Bildsprache. Können wir eigentlich bestimmen, wie wir in diesem Medium kommunizieren? Also haben wir da einen Einfluss drauf, wie wir die Leute abholen können? Und Punkt Nummer drei, die Angel. Wie ist sozusagen der Mechanismus, wie diese Person zu uns kommen kann? Muss sie uns eine Bewerbung schicken? Muss sie uns anrufen? Muss sie ein Formular ausfüllen? Und haben wir da als Arbeitgeber Einfluss drauf, wie wir da an die Leute kommen? Und jetzt mal zu der Frage, können wir definieren, wo und wen wir fischen? Dazu habe ich mal so eine Tabelle mitgebracht und so ein paar klassische Maßnahmen, also Zeitung, Agentur für Arbeit, Headhunter und so weiter. Und da einfach mal angekreuzt, ob wir das dort bestimmen können und dann auch den Grund. Ja? Also Zeitung können wir eben nicht bestimmen, wen wir hier exakt erreichen, weil eine Zeitung hat natürlich einen großen Streuverlust. Ja, das heißt, die Leute, die jetzt eine Zeitung lesen, ja, das ist ein riesen Pool an Menschen. Ja, ob ich da genau die richtigen Leute finde, ist fraglich. Agentur für Arbeit, ja, da kann ich sagen, natürlich, wen ich brauche. Headhunter kann ich auch sagen. Radio habe ich auch einen sehr großen Streuverlust. Bei Plakaten habe ich einen Streuverlust. Social Media, Empfehlungen und Stellenportale, da passt es. So, zum Thema Köder. Was meine ich mit Köder? Ich habe ja eben gesagt, wir müssen irgendwie den Leuten die Vorteile erklären, die sie bei unserer Firma haben im Vergleich zu ihrem aktuellen Job. Also wie wir sie bekommen von unzufrieden zu zufriedenen Mitarbeitern oder zu Mitarbeitern, die bei uns arbeiten wollen. Und da müssen wir natürlich auch mit der Bildsprache, vielleicht mit einem Video mal zeigen, wie es im Betrieb auch abläuft, wie die Kollegen so sind und so weiter. Das möchte man natürlich nach außen transportieren und da brauchen wir dann als Arbeitgeber natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir diese Medien sozusagen gestalten. Ja? Und auch hier wieder die Tabelle. Generell habe ich natürlich hier in jedem Medium irgendwie die Möglichkeit, das zu gestalten, wie ich da auftrete. Allerdings ist dann natürlich auch hier auf der rechten Seite die Frage, sind das jetzt Aktivsuchende oder Passivsuchende? Und wir sehen hier, es ist teilweise gemischt, teilweise sind es Aktivsuchende und hier bei Social Media und Empfehlungen, da kann ich eben ganz gezielt auch auf Leute ausspielen, die offen sind für einen Wechsel. Und beim Thema Angel, ja, das heißt, wie kann der Bewerber Kontakt zu uns aufnehmen? Da habe ich mal eine kleine Anekdote dazu, was wir eben nicht wollen. Ich habe mal einen großen Betrieb beraten, da ging es um das Thema Tischler und da sollte im Prinzip ein Tischler gefunden werden und es wurde auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben in Werbemaßnahmen, um eben diese Position zu füllen. Und das hat gar nicht funktioniert am Anfang. Als ich noch nicht mit dem Boot war, irgendwann kam der Betrieb dann auf mich zu und meinte, hey, wir haben hier Unmengen an Geld ausgegeben schon, an Werbebudget, das Ganze funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr mir mal zeigen, wohin ihr die Leute schickt, sobald sie sich bei euch bewerben sollen. Und dann habe ich hier so ein Formular bekommen. Ja, so ein Riesenformular, was die Leute ausfüllen sollen, um sich zu bewerben. Und ich meine, wer hat da Lust, so ein Formular auszufüllen? Ich glaube, keiner. Und da haben wir das alles rausgenommen, haben da eine ganz simple Seite dahinter gemacht, wo man nur seinen Namen, seine Telefonnummer und ich glaube die E-Mail eintragen musste. Und schon ist das Ganze gelaufen, es kamen Bewerbungen rein und der Betrieb konnte dann letztendlich auch Mitarbeiter finden. Und was wir eben auch hier, was auch problematisch ist, ist eben sowas hier, das habe ich auch mal fotografiert hier in Hannover, da stand ich an der Ampel. Naja, da steht jetzt Traumjob sichern, ja, da stehen dann die ganzen Stellen drauf und so weiter, ja, aber ich sitze am Auto, ich sitze am Lenkrad und ich kann mich jetzt auch nicht bewerben, ja, was soll ich jetzt machen, wenn ich das sehe, wenn ich um die nächste Kurve fahre, ist das wieder vergessen. Ja, das heißt, wir wollen ein kurzes Formular direkt auf dem Handy, wo man sich eben ganz schnell melden kann
um sich da bei dem Betrieb zu bewerben. Das ist heute das, was wir brauchen. Das ist State of the Art. Das erwarten auch die Leute, dass das schnell geht, dass es modern ist, dass es schick aussieht. Und ja, sowas funktioniert eben sehr, sehr gut. Das heißt, Erkenntnis Nummer 3, macht es dem Bewerber möglichst einfach, sich bei dir als Betrieb zu melden. Ja, und jetzt nochmal hier zusammengefasst, können wir bestimmen, wie sich der Bewerber meldet. Ja, hier bei der Zeitung können wir das nicht, da können wir nur sagen, melden sich bei uns. Bei der Agentur für Arbeit, Headhunter und so weiter ist gegeben. Beim Radio und Plakat kann ich auch nicht sagen, melde dich jetzt hier sofort oder es geht nicht schnell zumindest, es geht nicht einfach. Und bei Social Media, Empfehlungen und Stellenportalen habe ich hier aber die Möglichkeit. Und wenn wir jetzt mal uns diese Tabelle anschauen und sehen, okay, wo erfüllen wir alle Kriterien, dann sehen wir hier eigentlich beim Thema Social Media, funktioniert das Ganze in allen Bereichen und ich finde Passivsuchende und beim Thema Empfehlungen finde ich eben, habe ich alle Bereiche und ich finde Passivsuchende auch. Natürlich ist das Problem bei Empfehlungen, da bin ich natürlich begrenzt auf mein Netzwerk. Ja, ich kann sagen, hier kennst du jemanden, der bei uns anfangen könnte oder hier, lieber Mitarbeiter, lieber Peter, kennst du noch jemanden, der bei uns anfangen kann? Ja, wenn ihm keiner mehr einfällt, dann bin ich da auch begrenzt. Das heißt, das Mittel der Wahl ist hier unserer Meinung nach auch über Social Media eben die Leute anzuziehen und da eben neue Bewerber zu bekommen. Das heißt, Erkenntnis Nummer 4, wähle das richtige Medium, um Bewerbung zu bekommen. Ja, und Erkenntnis Nummer 5, ich weiß nicht, wie ich von der Zeit her bin, alles gut noch, danke, kommuniziere deine Vorteile. Ja, ich habe hier mal sowas mitgebracht, was immer sehr, sehr gut funktioniert. Das sind bei uns aus dem Betrieb sozusagen auch getestete Ansprachen, die auch immer gut funktionieren. Ja, das weiß man manchmal gar nicht, was man als Betrieb alles bietet, was aber Bewerber sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne lesen und auch brauchen. Ja, zum Beispiel sowas Einfaches wie pünktliches Gehalt, familiäres Arbeitsklima, abends immer zu Hause sein, geregelte Strukturen. Ja, das sind alles Dinge, die bei uns, bei unseren Partnerbetrieben sehr, sehr gut funktionieren, wenn man die in der Ansprache verwendet. Was eben dazu führt, dass es Leute anspricht, die sagen, ey, das habe ich nicht, ich bin nicht immer abends bei mir zu Hause, bei mir kommt das Gehalt nicht pünktlich. Und schaut auch mal bei euch im Betrieb, was macht ihr eigentlich schon, was für neue Mitarbeiter attraktiv und interessant sein könnte und was davon kommuniziert ihr aber? Ja, was steht in euren Stellenanzeigen? Viele Dinge macht man einfach so im Arbeitsalltag, führt man für die Mitarbeiter ein und vergisst aber das in seiner Stellenanzeige, in seinem Recruiting dann auch zu erwähnen. Das heißt, macht auf euch wirklich mal eine Liste, was bieten wir eigentlich als Betrieb schon, was können wir anderen Mitarbeitern anbieten, was vielleicht besser ist als in anderen Bereichen oder vielleicht sogar sowas Triviales wie pünktliches Gehalt. Wir haben das selber bei uns gemerkt in der Firma, wir haben mal so eine Umfrage gemacht, was schätzt ihr eigentlich bei uns bei der Arbeit sehr und da haben Leute wirklich auch ausgefüllt, pünktliches Gehalt. Man glaubt das gar nicht, aber das ist bei einigen ein Thema. Ja, dann, also wie gesagt, das hier ist eine Liste, das könnt ihr euch auch gerne aufschreiben und mitnehmen, weil das sind wirklich Sachen, die in der Praxis sehr, sehr gut funktionieren. Ja, hochwertige Arbeitskleidung inklusive Wäscheservice, Gesundheitsmaßnahmen und Zusatzleistungen. Da hat natürlich jeder Betrieb so ein bisschen was, was er machen kann. Und genau, E-Bike-Leasing ist auch funktioniert auch sehr gut. Windelgeld hatten wir auch mal bei einem Partnerbetrieb, das war auch sehr, das ist auch sehr, sehr gut angekommen tatsächlich bei Bewerbern. Und da kann man einfach mal auch so ein bisschen kreativ werden. Aber worauf ich hinaus will, ist, macht euch mal eine Liste, macht euch mal bewusst, was gibt es bei uns im Betrieb, was wir vielleicht nach außen auch zeigen können, womit wir auch andere Leute anwerben können. Und das müssen wir dann sozusagen in den sozialen Medien auch ja, veröffentlichen und damit neue Leute zu uns in Betrieb ziehen. Jetzt geht mein Klicker nicht mehr, aber... Das ist auch kein Problem, weil, genau, alles klar, das ist auch der letzte Punkt und zwar sei anders als alle anderen. Das heißt, was meine ich damit? Wir haben hier zum Beispiel einen Partnerbetrieb, das ist die Firma Cool & Smart. Die haben hier halt richtig coole Bilder mal machen lassen von einem Fotografen. Also einfach mal was Außergewöhnliches und das meine ich natürlich. Wenn man sowas jetzt in sozialen Medien sieht, ne, auf Instagram, auf Facebook und so weiter, wenn man das zeigt von seiner Firma, dann wird man auf einmal auch anders wahrgenommen. Ne, weil das sieht nach einem coolen Team aus, da möchte ich eigentlich gerne dabei sein und da auch mit der Sonnenbrille mit am Start sein. Klar kann das nicht jeder machen oder vielleicht hat man auch irgendwie nicht so einen spannenden Betrieb oder so, aber da einfach auch versucht, da aus eurem Betrieb auch das rauszuholen, was geht. Ladet vielleicht mal einen Fotografen ein, um mal coole Bilder zu machen von einer Baustelle oder so. Alleine das wird euch schon absetzen von euren Mitbewerbern in der Region, weil der Mitbewerber das wahrscheinlich nicht macht.
So, und Punkt Nummer 7, immer sichtbar sein. Und zwar, es gibt diesen Effekt, umso häufiger man sichtbar ist, ja, desto beliebter wird man mit der Zeit. Das ist ganz häufig auch ja, gemessen worden, sag ich mal, in Studien und so weiter. Genau, alles klar. In Studien ist das gemessen worden. Man hat es auch sehr, sehr interessant sehen können, zum Beispiel in der Pandemie, als der Politiker Karl Lauterbach sozusagen in jeder Sendung immer und immer und immer wieder zu sehen war, stiegen auch seine Umfragewerte und er wurde zum beliebtesten Politiker in Deutschland. Und daran sieht man einfach auch, diesen Effekt hat man natürlich auch bei anderen Dingen, aber umso häufiger man sichtbar ist, desto mehr steigt auch die Anerkennung innerhalb der Region. Das heißt, man sollte mit seiner Werbung, mit seinen Stellenanzeigen auch immer in der Region sichtbar sein und dadurch ziehen dann die Bewerber auch mit der Zeit immer mehr in Erwägung, zu euch zu wechseln. Ja? Das heißt, Zusammenfassung, wirb für deine Jobs genauso wie für deine Produkte, fokussiere dich auf die passiv suchenden Fachkräfte. Warum? Habe ich gezeigt anhand des Eisbergmodells. Mach es dem Bewerber sehr, sehr einfach, dich zu melden. Das hatte ich gezeigt an dem Formular. Ja, was wir da eher wollen, ist das Handy, ja, wo es einfach geht, wo ich 2, 3 Felder habe, wo ich mich eintragen kann. Das richtige Medium, da hatten wir gesehen, okay, Social Media ist im Moment heutzutage eine der besten Möglichkeiten, um Fachkräfte anzuziehen und zu finden. Kommuniziere deine Vorteile, das hatten wir. Macht euch da mal bewusst, was ihr in eurem Betrieb schon macht und was ihr auch nach außen zeigen könnt. Sei anders als alle anderen, da haben wir eben die Bilder gesehen von dem Betrieb, also versucht da vielleicht auch mal euren Betrieb so interessant wie möglich darzustellen und ja, auch das einfach nach außen zu tragen und sei immer sichtbar. Das heißt, diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier zusammengefasst haben, die müssen wir natürlich auch immer in der Region irgendwie präsent machen. Das kann man machen, indem man auf Social Media präsent ist. Wie das Ganze funktioniert, wie man das macht, damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag. Von der A&M, also wenn ihr da Interesse habt, wie man sowas machen kann oder wie auch sowas aussehen kann, können wir euch gerne mal zeigen, wie Fachfirmen so eine Strategie umsetzen, wie das Ganze aussehen kann. Könnt ihr hier auf www.almberatung.de vorbeischauen und dann können wir in eurer Region mal so eine Potenzialanalyse machen. Das heißt, wir können schauen, was geht da in der Region überhaupt, wie viele potenzielle Fachkräfte sind dort und genau. Ja, ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen coolen Tag hier auf der Messe. Vielen Dank.